Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming. Hier zurück nach der FarmCon und natürlich auch nach ein paar Problemen mit der Hitze. Mal wieder kurz zurück hier mit den Mod-Vorstellungen und zwar mit den Mods, die heute herausgekommen sind. Heute haben wir es zu tun mit 6 Updates, einer neuen Karte und 7 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Sven Krüger, Michel, Loki und Robert für die Mitgliedschaften. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Des Weiteren möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Heiko, Sepa, Paul, Brandon, Simulation World, It's Devon und Timothy für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Auch möchte ich mich bedanken bei Stefan für den Superchat von heute, wo wir über die FarmCon gesprochen haben, was wir erlebt haben, wie es uns gefallen hat und ja, einfach so unsere Erlebnisse geschildert haben. Der Stream wird auch bald on sein. Vielleicht dauert es noch 2-3 Stunden, bis das gerendert ist und dann könnt ihr natürlich diese Sendung sehen. Wie immer starten wir natürlich mit den Updates und zwar kommt das erste Update für die Karte Rombotsstraße von JM Gaming, Downloadgröße 266,12 MB, jetzt in der Version von 1.2.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, viele Pfade hinzugefügt, um Felder zu verbinden, Umverteilung von Grundstücken im Abflugbereich, Neugestaltung des PDA, Anbau von Produktionsgebäuden, Hinzufügen eines Teiches, aus dem Wasser entnommen werden kann, Tiergeräusche hinzugefügt, das Erscheinungsbild von Bäumen wurde optimiert und Pilze zum Sammeln im Wald hinzugefügt. Es wird darauf hingewiesen, dass die alten Speicherstände nicht kompatibel sind, daher muss also ein neuer Spielstand her. Das nächste Update kommt ebenfalls für eine Karte und zwar der Bone Heath von Brumi Pharma, Downloadgröße 268,32 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, einige Sammelgegenstände konnten nicht gesammelt werden, behoben, Ballenauslöser in der Fabrik und auf dem Großhandelsmarkt, behoben, an der BGA können Sie jetzt Ballen verkaufen, ohne das Land zu besitzen. Info, möglicherweise ist eine neue Speicherung erforderlich. Ja, viel Spaß damit und dann geht's auch gleich weiter mit dem nächsten Update und zwar kommt dieses für die ruhige Landschaft. Natürlich auch eine Karte von R. Schaber, Downloadgröße 81,58 MB, jetzt in der Version von 1.0.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Unterstützung für Precision Farming hinzugefügt, Moddesk aktualisiert auf die neueste Version. Und dann kommen wir schon zu der letzten neuen Karte, die heute ein Update kriegt, und zwar ist das die Brombach von The Lord, Downloadgröße 48,21 MB, jetzt in der Version von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Steinbruch und Industriegebiet kann jetzt separat gekauft werden, weitere kleine Änderungen und ein neuer Spielstand wird nicht benötigt. Das nächste Update kommt für den Kröger TAW Package von Bayern Agrar, Downloadgröße 10,99 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, TAW 20 Lenkachse gefixt, TAW 20 Fillplane gefixt, Warnstreifen bei TAW 30 korrigiert. Und dann kommen wir zum letzten Update und zwar kommt das für das Silowalzengewicht von Hoffi, Downloadgröße 1,31 MB, die in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Patch 1.4 Fix, AI Agent Attachment, Maussteuerung hinzugefügt. Und dann kommen wir wie immer zu der neuen Karte und zwar heißt diese die verlorene Ecke. Kommt von Design Farming und Missclick, Downloadgröße 182,12 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt, Willkommen in der Last Corner. Diese Region ist komplett fiktiv. Sie besteht aus mehreren Bauernhöfen mit Schweinen, Pferden, Kühen und Schafen. Es gibt 2 land- und forstwirtschaftliche Betriebe und diese Karte ist für mittlere Maschinen gedacht. Die großen Maschinen sind eher für die im Süden der Karte befindlichen 2 großen Felder und zwar nur für die mutigsten gedacht. Die durchschnittliche Hektaranzahl der Felder liegt bei 0,8 Hektar. Es gibt 169 Felder. 14 kaufbare Wälder, Wasserstellen am Fluss sind vorhanden, Sammlerstücke sind vorhanden, 21 Verkaufsstellen vorhanden, 4 Zukaufsstationen für verschiedene Produkte, Saatgut, Fest, Flüssigdünger,
und Pflanzenschutzmittel, Auftausalz und Gärreste. 8 Höfe für Solo- und Multiplayer verfügbar, Anbau von 3 weiteren Kulturen, Futtersenf, Hartweizen und Sommergerste. Fabriken für die gesamte Produktion verfügbar, Nudelproduktion hinzugefügt, mehr Realismus durch Grünland für die Tierhaltung. Die Anbaupläne basieren auf realen französischen Daten. Wenn wir die Karte als neue Farmer betreten, kommen wir hier raus an unserem Farmhaus. Hier, das ist der Umkleidetrigger. Quer gegenüber ist schon auch der erste Tiertrigger. Und zwar können wir hier kaufen 150 frei lebende Hühner. Die laufen dann hier so rum. Hier ist der Futter. Hier ist der Futtereinfüllpunkt. Dann haben wir hier schon etwas an Equipment stehen. Wir haben hier eine große Halle. Dann haben wir hier ein Keilsilo. Hier haben wir Ballen. Und zwar haben wir hier Heuballen. Die sind brauchbar. Die sind also und die gehören zum Hof. Dann gibt es hier Stroh, auch jede Menge. Das gehört auch mit zum Hof. Das kann man also gebrauchen. Das ist nicht Dekoration. Des Erweitern haben wir natürlich hier in dieser Halle einiges an Equipment stehen. Wir haben 2 Schneidwerke, den Drescher. Wir haben ja verschiedenste Sachen rumstehen. Wir werden das dann im Detail gleich dann ansehen. Mal was anderes hier ist der Warrior von Deutz war da. Das ist also einer unserer Traktoren. Wenn wir hier rüber gehen, sehen wir hier, dass weitere Artikel da stehen. Das ist also unser zweiter Traktor. Dann haben wir einen Futtermischwagen oder Einstreuwagen. Hier haben wir einen Kuhstall und hier passen rein 25 Kühe. Oh, da steht sogar noch was da. Da steht natürlich sogar noch ein Futtermischwagen. Der ist aber schon voll gefüllt. Das heißt, man kann direkt anfangen, eine Ladung an Mischration ranzufüttern. Hier haben wir dann noch ein paar Silageballen, die kann man auch benutzen. Hier haben wir einen Tankwagen, der ist leer. Wir schauen uns mal die PDA an und können sehen, das ist eine Standardkarte, hat also sehr viele kleine Felder und diese Felder hier außen, also gerade das größte Feld hier, das hat 13 Hektar, das ist etwas kleiner, das sind 8 Hektar, aber zu unserer Farm gehören, das ist also unsere Farm hier, dann gehört dazu dieses Landstück hier mit 0,58 Hektar und hier haben wir noch ein Landstück, das ist 0,54 Hektar und dann haben wir noch das größte Landstück hier, was uns gehört. Das ist das mit 0,7 Hektar. Also wir können sehen, es gibt hier vorgefertigte Höfe. Also da ist mal einer, da ist ein zweiter, da ist ein dritter. Hier oben ist auch was, hier auch. Also es gibt, glaube ich, eben wie gesagt 8 Höfe auf einer kleinen Karte. Jo, das geht schon. Wir schauen uns mal, welche Produktionen verbaut sind. Und zwar haben wir hier oben erstmal die Müslifabrik, dann haben wir die Getreidemühle, die Schreinerei, dann haben wir hier eine Bäckerei, die Ölmühle, dann die Schneiderei. Hier weiter unten haben wir die Zuckerfabrik, dann die Käserei, die Traubenverarbeitung und das Sägewerk. Hier oben ist, glaube ich, noch eine BGA. Das ist das, was dann auch noch zu erwerben ist. Des Weiteren haben wir hier noch die Getreidemühle und hier haben wir eine Spinnerei. Das ist das, was an Produktionen da ist. Wir gehen weiter zu den Ladestationen oder respektive Kaufpunkte. Dann gehen wir hier hin. Einige dieser Punkte funktionieren nicht, andere ja. Da ist Kaufstation, da ist Flüssig-Input, Kauf, Kalkstation, Farm-Silo. Dann haben wir eine Tankstelle hier, eine weitere Kalkstation offenbar hier. Einige dieser Trigger funktionieren also nicht. Das ist eine weitere Kalkstation. Hier haben wir die Tankstelle. Diese funktioniert hier auch nicht. Dann haben wir den hier, der auch nicht funktioniert. Das sind also einige dieser Triggerpunkte, die hier eingezeichnet sind auf der Karte, funktionieren nicht. So, dann kommen wir zu den Abladestationen, also Verkaufspunkten. Da haben wir das Biomasse-Heizkraftwerk, das Industriesilo, Silo-Farmer, Hofsilo, Farmverkauf, Pizzeria,
und den Gesteinbrecher. Natürlich hat man noch diese beiden hier, einmal den Hofladen und das verlorene Haus. Wenn wir uns angucken, was an Tieren eingebaut ist, können wir im Moment sehen, dass hier der Hühnerfreilauf ist. Dann haben wir hier den Kuhstall. Auf den anderen Höfen gibt es, wie gesagt, weitere Tiersorten, aber das muss dann im Prinzip, jedes Landstück muss gekauft werden, um dann entsprechend die Trigger zu finden. Wir schauen uns den Aussaatkalender an. Der sieht gut aus, standardmäßig alles Standard, bis auf die Zusatzfrüchte, die schon genannt worden sind. Einmal Hartweizen, Sommergerste und Futtersenf. Der Verkaufskatalog ist absolut perfekt. Da wird nichts ausgelassen. Alles kann verkauft werden, was hergestellt und auch angesät werden kann. Hier sehen wir natürlich den Hartweizen, die Sommergerste, die Zini-Nudeln. Aufträge gibt es natürlich jede Menge, da so viele Felder da sind. Produktionen haben wir noch keine. Dann schauen wir uns kurz auch gleich noch an, was wir als Startequipment haben. Wir haben schon erwähnt den Warrior Deutz Fahr, und zwar das ist der 8280. Dann haben wir den mittleren Fast Track, den 4220. Das ist mal das, was von der Traktorenseite da ist. Wir haben den Drescher gesehen, das ist der New Holland. Dann gibt es entsprechend die beiden Schneidwerke dazu. Bei der Tierhaltung haben wir den Futtermischwagen. Wir haben die zwei Anhänger von Brandner, dann haben wir einen Grober, eine Kreiselecke, eine Seetechnik, Einzelkorn-Seetechnik, dann haben wir Spritzen, mal der Hardy Mega mit beidseitigem Tank, dann haben wir einen Flüssigkeiten-Tankwagen und wir haben dann Einstreuer für die Strohballen. Frontlader haben wir einen, dann haben wir ein paar Sachen, was Frontlader-Werkzeug angeht, und zwar haben wir die Gabel für die Paletten, Universal-Schaufel, Rollenballengabel, Dung und die Dunggabel. Des Weiteren haben wir natürlich noch den Anhänger für die Schneidwerke, dann haben wir zwei Gewichte, einmal 600 und einmal 1000 Kilo. Und dann haben wir noch den Verdichter oder das Gewicht hier, was hier noch vorhanden ist. Wir gehen mal auf diesen obligatorischen Rundflug natürlich und können mal sehen, dass es eben unser Hofbereich ist. Mit dem Wohnhaus hier und eben der Halle hier. Und dann haben wir noch den Kuhstall. Wenn wir hier darauf achten, gibt es hier anschließend, können hier noch erworben werden, eine Kuhweide. Und noch eine zweite Kuhweide. Und hier gibt es sogar noch eine dritte Kuhweide. Das sind jeweils Kuhweiden für 70 Kühe. Also wir haben die Möglichkeit, diese zu erwerben, weil sie direkt am Stall angebaut sind. Das heißt, definitiv könnte man hier etwas erweitern. Wenn wir mal rund über die Karte sehen, können wir sehen, dass diese ziemlich flach, wenn nicht komplett flach ist. Die Formen der Felder sind alles andere als quadratisch praktisch gut, haben eine leichte Struktur drin und sind natürlich damit mehr oder weniger helferfreundlich. Dann haben wir hier schon den nächsten Hof. Ich werde diese jetzt nicht gerade alle kaufen. Dann haben wir hier ein Event, das stattfindet, irgendwie eine Park, hier ist irgendwas los, wahrscheinlich irgendwie Tractor Pulling, hier ist der ganze Parkplatz, dann haben wir hier, wie gesagt, die BGA, die kann gekauft werden, mittendrin diese Kirche, das ist ein bisschen kurios. Da haben wir eine Verkaufsstelle, Produktionsstelle. Post gibt es nicht allzu viel hier. Die Produktionen sind gut verteilt, also nicht sehr lastig auf eine Seite. Also hier ist es überall ein bisschen was verteilt. Die Stimmung ist schön, schade ist sie komplett eben. Ach nee, das ist gar nicht wahr. Hier gibt es sogar eine Anhöhung. Das heißt, im Prinzip ist die Karte gebaut worden auf zwei Ebenen. Einmal die untere Ebene und einmal eben die obere Ebene. So, dann kaufen wir mal die gesamten Felder und Parzellen, damit wir Zugriff haben auf die entsprechenden Tiersorten, die verbaut sind.
Und damit können wir jetzt die einzelnen Höfe ansehen und natürlich die Tiere, die dazu passen. Hier haben wir unseren Starthof, das ist also das mit den Hühnern. Hier gibt es natürlich den Kuhstall, dann gibt es die beiden Kuhweiden und wie eben gezeigt noch, gibt es hier eine dritte Weide. Dann hier unten, ein bisschen weiter unten, das könnte dann definitiv ein anderer Hof sein, gibt es die Schweineheide. Hier zentral gelegen haben wir eine Pferdeweide, einen Pferdestall und haben auch die Möglichkeit, Hühner zu halten. Hier oben haben wir nochmal ein Hühnergehege für den anderen Hof. Hier haben wir die Schafweide, hier haben wir den Schweinestall groß, nochmal Hühner, die rumgehen. Dann haben wir eine Kuhweide, hier haben wir nochmal Hühner und Schafe. Und glaube, dann haben wir eigentlich gesehen, dass hier ziemlich viel Macht zu machen ist mit Tieren. Also hier kann man sehen, dass hier die Grasarbeit im Vordergrund steht, vor allem wenn man einige dieser Höfe besitzt. Das heißt, man braucht einiges an Silage, Heu und Stroh. Ja, das wäre es schon mal zu dieser Karte. Ich möchte es nicht zu lange machen, denn es gibt noch einiges an neuen Mods hier. Aber hier nochmal der kurze Überflug. Die Umgebung stimmt. Könnte so Voralpen sein in dem französischen Voralpengebiet. Geht ein bisschen hoch da auch, aber ja, eine schöne Karte. Und damit kommen wir zu den neuen Mods. Und zwar heißt die erste neue Mod Lizard Verlade Ausrüstungspack. Kommt von Samsi, Downloadgröße 25,8 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Pack ist letzte Woche rausgekommen für PC und Mac und zwar unter dem Markennamen. Das ist dieses Pack hier. Da kann zum einen ein Big Back Heber mit einem, zwei oder sogar drei Armen gekauft werden. Wir schauen mal diesen an. Der wiegt 150 Kilo und kostet 1000 Euro. Der Anbaukupplungstyp kann geändert werden von Radlader zu Teleskoplader und zum Frontlader. Die Hauptfarbe, da haben wir die Standardpalette, bei der Designfarbe ebenso und natürlich bei der Farbe 3 ebenso. Die Farbe 3 betrifft oben den Haken. Dann gibt es den 2- oder 3-Arm-Lifter, da ist es genau dasselbe, nur ist er natürlich ein bisschen größer, wiegt 350 Kilo und kostet 1800 Euro. Und auch hier können alle drei Anbaukupplungstypen gewählt werden. Des Weiteren gibt es eine Palettengabel mit einer Breite von 1,50 Meter. Diese kostet 2000 Euro und kann ebenso an den Radlader oder Teleskoplader angebaut werden. Des Weiteren gibt es auch hier die Möglichkeit, die Gabellänge zu verändern. Und die Farboptionen, die sind identisch, was wir schon gesehen haben. Dann gibt es die Palettengabel mit 2,20 Meter Breite. Dann auch hier kann die Gabellänge verstellt werden und auch der Anbaukupplungstyp kann entsprechend gewählt werden. Da gibt es eine Rundballengreifer, natürlich auch für alle Nutzgeräte. Dann gibt es hier wieder die Haupt- und die Designfarbe. Das Gewicht für diese Ballengreifer liegt bei 623 Kilo und kostet 1900 Euro. Dann gibt es die Spieße, da sind diese beiden hier, 600 respektive 1500 Meter. Die Optionen sind überall dieselben, 600 Euro und 1500 Euro. Dann gibt es die Stora Pallet Fork und dann gibt es die mechanische Pallet Fork. Die können noch ausgebaut werden mit supportenden Säulen und dies kann angeschlossen werden, auch an die drei Anbaukupplungsarten. Dann gibt es noch ein paar Schaufeln, ich werde jetzt hier nicht alle durchgehen. Also ich habe diese letzte Woche auch schon mal vorgestellt. Das ist alles mehr oder weniger dasselbe, kann an jeden Frontlader entsprechend angebaut werden. Als nächste neue Mod kommen wir zur Flexicoil ST820. Diese kommt von Giant Software mit der Downloadgröße von 16,89 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist dieser Mini-Grubber hier. Das sind 14 Tonnen, die der wiegt. 500 PS braucht er. Hat eine grubberbreite Arbeitsbreite von 24 Metern, also kein 3 Meter Grubber. 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet knappe 200.000 Euro. Die nächste neue Mod kommt von Hoffi, heißt AGX Tent Soil Explorer, kommt mit der Downloadgröße von 1,48 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist das ein Bodentyp-Laser, also ein Sensor für die Bodenbearbeitung, wiegt 33 Kilo.
Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h und der Preis bei knappen 16.000 Euro. Der kann vorne an den drei Punkten an einen Schlepper angebaut werden und damit kann man eben die Bodenlage auslesen. Der große Vorteil vom Soil Explorer ist, dass dieser egal bei Sonnenschein oder in der Nacht gemessen kann, mit der Arbeitsbreite von oder Messbreite von 10 Metern, also 33 Fuß, anhalten und dann einfach mal durchscannen. Als nächstes kommen wir zum Pöttinger Eurotop 340N von Agrardesign Austria. Downloadgröße 7,91 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Schwader mit einem Gewicht von 350 Kilo, braucht 20 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3,40 Meter, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h und kostet 6.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden und zwar zu Einzelachse mit Tastrad. Dann gibt es die Tandemachse und da gibt es das auch mit dem Tastrad. Hat man die Option gewählt mit dem Tastrad, kann man hier ein Abweisblech hinzubauen. Das ist das hier. Und wenn das kein Tastrad hat, dann ist diese Option nicht da. Warnschilder können hinzugebaut werden. Eine Tafel und Licht. Dann zwei Warntafeln und zweimal mit Licht. Dann gibt es die Schutzhülsen. Das sind diese roten Teile hier. Die können weggenommen werden oder abgebaut werden. Dann gibt es die Rohrschutzkappen. Das sind diese kleinen Zäpfchen hier. Und der Gelenkskugel können natürlich auch entfernt werden. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen dem typischen Pöttinger Gelb und dem Pöttinger Rot. Und damit kommen wir zum Kerner Corona Pack. Dieses kommt von Vertex Design mit der Downloadgröße von 31,23 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar handelt es sich hierbei um zwei Grubber. Einmal einen Grubber mit der Arbeitsbreite von 3 Metern und hier dem anderen mit der Arbeitsbreite von 5 Metern. Diese können so gekauft werden. Hier kann noch ein Streuer drauf gebaut werden. Damit kann Saatgut ausgebracht werden und zwar für Raps, Ölrettich oder Gras. Zusatzausstattung kann montiert werden, also hydraulische Steinsicherung. Und zurück zu nicht montiert. Die Reifenvariante kann ich mal einfach hinzugeben. Gibt es Räder, die sind montiert oder nicht montiert. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Rot und Grün und betrifft der Unterteil dieses Tanks. Dasselbe gilt auch für den 5 Meter. Da gibt es keine Ausnahme, ist absolut identisch. Und diese Grubber können dann noch bestückt werden mit Walzen. Einmal die Krackerwalze, dann gibt es die Stabwalze und die Ringpackerwalze. Und zwar gibt es diese beiden oder diese drei Optionen auch für die 5 Meter Version. Kostenpunkt zwischen 1.000 und 5.500 Euro für die 3 Meter Version. Und für die 5 Meter Version liegt der Preis zwischen 1.800 und guten 9.000 Euro. Als nächstes kommen wir zum Multiplayer-Schilder-Pack. Dieses kommt von FSG Modding. Downloadgröße 1,77 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar sind diese Schilder zu finden im Baumenü unter Dekoration und Sonstigem. Da finden wir eine riesengroße Menge an Schildern, die hingebaut werden können. Gerade für Multiplayer ist das sehr, sehr praktisch. Kostenpunkt je Schild 20 Euro und da gibt es also jede Menge an verschiedenen Möglichkeiten. Es würde hier wahrscheinlich zu weit gehen, jetzt jedes einzelne vorzulesen, einfach durchgehen und man findet da ziemlich vieles an Möglichkeiten. Die Mod-Beschreibung gibt auch keine Anzahl raus, deswegen kann ich einfach mal hier durchscrollen und dann seht ihr selbst, wie viele da integriert sind. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod für heute und zwar heißt diese Wolf-Systemhalle. Kommt von User555, Downloadgröße 18,5 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Das ist diese Halle hier, eine große Halle, hat auf jeden Fall seitlich einmal einen großen Auslass, also ein großes Tor und an der Seite gibt es drei große Tore. Vor der Platzierung kann hier ausgewählt werden, welche Farbe diese haben soll
Und das ist diese Möglichkeit, die ich das öfter mal vergesse zu erwähnen. Aber in diesem Falle habe ich jetzt dran gedacht. Kostenpunkt zum Platzieren 150.000 Euro. Unterhalt pro Tag 50 Euro. Also hier, wenn ihr die hinbaut, könnt ihr da die Rolltüre also nicht aufmachen von außen. Das heißt, ihr müsst in die Halle rein. Und dann seht ihr, in der Nähe von diesen Ketten kann der Befehl gegeben werden, das Ganze zu heben. Ja, hier können drei verschiedene Erdfrüchte oder Getreidesorten gelagert werden. Hier können natürlich Maschinen untergestellt werden. Hier gibt es noch den Lichtschalter, das sieht dann so aus. Und natürlich kann hier das Tor auch geöffnet werden. Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Falls du keine weiteren Videos in diesem Stil verpassen möchtest, dann hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Falls du den Kanal ein bisschen weiter unterstützen möchtest, kannst du dich gerne einschreiben als Mitglied. Einfach auf die Taste Join drücken auf der Hauptseite von YouTube. In diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Abend, Nacht oder schönen guten Tag. Es ist hier schon spät geworden, habe noch viele andere Sachen noch zu tun gehabt. Nichtsdestotrotz wünsche ich allen noch einmal einen wunderschönen Abend, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und hasta luego.